Moin Moin, der Tag der Abfahrt. Ich fahre weiter und haltet euch fest, wahrscheinlich bin ich in ein paar Tagen in Finnland. Den Plan habe ich gestern geschmiedet, denn ich habe ein richtig geiles Gebiet gefunden. Ich dachte mir, ich gucke einfach mal wieder nach Plätzen und schaue, was es da noch so gibt und was ich generell mache. Und da habe ich wirklich einen See gefunden, der hat so geile Plätze, also jedenfalls sieht es so aus. Und da möchte ich hinfahren, mir das Ganze persönlich angucken. Da werde ich dann wahrscheinlich auch an Rovaniemi vorbeikommen, der Stadt des Weihnachtsmanns, wo das ganze Jahr über Weihnachten ist. Und ja, ich bin super gespannt. Ich habe auch kaum mehr Strom. Wasser muss ich auffüllen, tanken muss ich, also das übliche Müll wegbringen nach so einer langen Zeit hier am See. Und dementsprechend freue ich mich, dass ich jetzt wieder eine Runde fahre. Oder fahren kann, und ich werde auf dem Weg dahin, also heute und in den nächsten Tagen, noch etliche Plätze anfahren. Ich mache übrigens gerade das Plätze-Video, also wie ich meine Plätze finde, das mache ich jetzt gerade in dem Moment. Ja, ich würde sagen, fahren wir mal ab. Kleiner Abstecher heute zu ein paar Stromschnellen. Das sind hier die, wie heißen sie? Morseleforsen. So sieht das aus. Und das sind Stromschnellen des Flusses Windel-Elven. Genau, hier wurde früher Holz transportiert und einige Konstrukte, die damit zusammenhängen, scheinen wohl auch noch zu existieren. Und ich werde jetzt mal den Wanderweg entlang gehen. Hier sind überall so Hängebrücken, die die Insel miteinander verbinden. Und mal sehen, wie das so aussieht. Hier beginnt der Wanderweg, 1,2 Kilometer, und es ist ein Rundweg. Und wir machen uns mal auf über die erste Brücke, rauf auf die erste Insel. Wir sind der einzige Tourist hier gerade. Es steht kein weiteres Fahrzeug entlang der Straße, also alles ist leer, alle Parkspots sind komplett leer, niemand ist da. Ich habe den ganzen Park hier für mich alleine sozusagen. Mindestens 2 Meter Abstand zur nächsten Person und maximal 300 Kilogramm. Okay, aber sieht doch eigentlich stabiler aus. Also sehr viel stabiler als 300 Kilo. Aber gut. Dann wollen wir mal rübergehen. Okay, okay, okay. Die ist total am Schwingen. Okay, alles klar. Ja, es ist tatsächlich eine Hängebrücke. Fühlt sich sehr, sehr wild an. Ein bisschen ulkig, aber geht doch. Auf der anderen Seite angekommen. Die Brücke ist echt am Wackeln. Meine Güte. Aber diese Pfeiler, also die Fundamente, das sieht alles stabiler aus, als es sich anfühlt.
Naja, hier wird auf eine Grillstelle hingewiesen. Da gehen wir nochmal hin. Also dafür, dass hier so viel verboten ist, die Schweden lassen sich eins auf jeden Fall nicht nehmen. Überall Feuerstellen zu haben. Also verboten im Sinne von genau hier im Nationalpark. Man wurde halt auf vieles hingewiesen, was man darf, was man nicht darf. Keine 100 Meter weiter, direkt die nächste Feuerstelle. Und es wird auch ganz sicher nicht die letzte sein. Alle natürlich direkt am Wasser gelegen. Hier ist sogar Feuerholz. Ach, ist das schön. Herrlich. Absolut herrlich. Ganz besonders schön finde ich diese drehbaren Gitter hier. Allerdings fehlt hier das Gitter. Aber ansonsten ist das immer eine sehr coole Sache, das dann einfach drüber drehen zu können. Habe ich ja schon mal welche gehört hier in der Nähe und auch gesehen. Kann sein, dass die gerade Übungen machen oder was auch immer. Erste Insel geschafft, zweite folgt sogleich. Da vorne sehen wir schon weitere Brücken zu den nächsten Inseln. Und hier beginnen diese Stromschnellen. Ja, und es wird auch darauf hingewiesen, dass hier unglaublich große Mengen an Lachsen und Forellen und was weiß ich nicht alles in diesem Fluss natürlich drin sind. Also hier kann man unglaublich gut angeln und es ist, soweit ich weiß, auch erlaubt. Aber man muss sich ganz bestimmt eine Angelkarte kaufen, um das hier machen zu können. Und die beste Art und Weise ist dann sicherlich auch das Fliegenfischen, womit ich mich aber absolut nicht auskenne. Ist auf jeden Fall alles sehr gut ausgebaut hier. Man bekommt keine nassen oder matschigen Füße. Alles sehr gut zu erreichen. Und ich finde es ein bisschen krass, dass ich wirklich der Einzige bin hier gerade. Kein Mensch weit und breit. Obwohl das Wetter eigentlich richtig gut ist. Heute 15 Grad. Mal Wolken, mal Sonne. Also es gibt hier unendlich viele Plätze, einfach irgendwo Pause zu machen, was zu snacken, Picknick. Richtig, richtig schön. Nur abseits der Wege soll man sich nicht bewegen. Aber ansonsten ist das hier ein schönes Naturparadies. Hälfte geschafft. Hier gabeln sich die Wege jetzt auf. Wir gehen mal rechts rum und kommen dann hoffentlich da wieder raus. Also es ist echt nicht groß hier, aber das, was man hier geboten bekommt von der Natur, auf so einem kleinen Raum, das ist schon echt richtig, richtig schön. Parkplatz ist übrigens umsonst. Da gibt es auch eine Toilette. In der näheren Umgebung auch ein kleines Café. Ein Mülleimer steht auch direkt am Parkplatz. Alles, was man so braucht. Diese ganzen glatt geschliffenen Steine immer. Das sind eher schon Felsen. Das sieht so schön aus und das alles durch Wasser.
entstanden. Verrückt. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ansonsten sieht man hier viele Vögel, die dann aber schnell wieder die Flucht ergreifen. Auch hier hinten im hinteren Teil sind viele Lagerplätze mit Holz und allem möglichen und Grillstellen. Ja, jetzt gehen wir mal den anderen Weg zurück und dann müsste der Rundkurs auch schon beendet sein. Die Saison ist noch nicht zu Ende. Steinpilze sind am Start. Auch da hinten. Richtig gut. Richtig gut. Damit mache ich mir gleich erstmal ein kleines Mittagessen. Mit ein paar anderen Sachen, die noch geöffnet sind. Ja, sogar komplett weiße Röhren. Hätte ich nicht gedacht. Und oh, hier gibt es auch richtig viele Blaubeeren. Die sind sogar, boah, die sind sogar richtig groß. Guck mal hier. Direkt mal probieren. Oh ja. Oh ja. Sehr, sehr saftig, fruchtig, süß. Hammer. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt noch so viele Sachen zum selber ernten sehe. Ich habe hier aber in der Nähe auch noch einen Platz gefunden. Da fahre ich dann, glaube ich, direkt hin und mache mir da was zu essen. Vielleicht sind da auch noch ein paar Blaubeeren und Pilze. Das wäre ja was. So richtig große auch. Richtig gut. Was für eine schöne Stimmung. Richtig tolle Stelle hier. Man sieht jetzt richtig, wie es langsam losgeht mit dem Herbst, ne? Überall diese gelben Blätter. Es dauert nicht mal lange. Ja, ja, ich denke so 2-3 Wochen noch. Dann wird es erstmal richtig kalt. Die Nächte werden ja viel länger dann auch schon. Ja, mal sehen, was uns dann noch so erwartet hier auf dieser Reise. Der Plan ist aufgegangen. Hier sind die Schilder. Also ich habe nicht einmal irgendwie auf Maps geschaut, wo ich bin. Ist nicht nötig. Man folgt einfach immer den markierten Bäumen oder den Wegen und kommt dann direkt wieder zurück. Das war doch mal ein schöner Ausflug für zwischendurch mit vielen neuen Eindrücken und einigen Mitbringseln, die ich jetzt gleich mal zu einem kleinen Mittagessen verarbeiten werde, denn ich habe mittlerweile echt Hunger. Nun stehe ich hier ganz in der Nähe. Eigentlich wollte ich zu einem ganz anderen Ort, der da vorne abgeht. Ja, da liegen aber Steine, da komme ich gar nicht hin. Und ich sehe gerade, hier sind schon wieder Steinpilze. Warum habe ich die denn eben gerade nicht gesehen? Okay, die kann ich auch noch mitnehmen. Okay, dann gehe ich gleich nochmal schauen. Ich habe jetzt alle verarbeitet. Aber hier sind schon wieder echt einige Steinpilze am Start. Sehr cool. Genau, hier wird direkt gesagt, getan, gegessen. Und ich habe richtig Hunger, lass es mir jetzt hier schmecken. Hab da auch noch ein bisschen was anderes mit reingetan. Unter anderem Mais, Bohnen, Sonnenblumenkerne, Rapsöl, Knoblauch und Leberwurst. Und darüber mache ich dann noch Sauce Hollandaise. Genau, so sieht's aus. Das lasse ich mir jetzt erstmal schmecken und dann geht's langsam weiter zu meinem nächsten gespeicherten Platz. Wollen wir mal weiterfahren, bevor wir hier noch komplett verhocken und mal schauen, wie der nächste Platz so aussieht, den ich gespeichert habe. 70 Kilometer sind es bis dahin. Wir müssen auch noch tanken. Restreichweite 120 Kilometer und es geht los.
Noch ein guter Kilometer, bis wir die Tankstelle erreichen. Das wird Zeit. Wir haben noch exakt 67 Kilometer Restreichweite. So, mal aufpassen, dass wir jetzt nicht gegen das Schild da fahren. Auch sehr schön positioniert. Warum auch immer. Ja, machen wir den Hobel mal wieder voll. Vielleicht gibt es ja sogar Wasser. Das wäre auch cool. Ansonsten halt bei der nächsten Möglichkeit. Schöne kleine Stadt Rucksille heißt das hier. Ja. Genau, also die Häuser sind echt schick. Auch schon die ganze Zeit auf dem Land waren die Häuser echt total schön. Ja, lässt sich richtig gut fahren hier. So. Dann wollen wir mal ein bisschen Diesel tanken. Uppala. Karte rein. PIN eingeben und dann kann es auch schon losgehen. 2. Start Tanking. Das ist gut. Ach du Scheiße. 26? Nee, 25. Ich dachte schon. Aber es ist trotzdem nicht günstig. Oh mein Gott, ich werde arm. Hilfe. Also ich bin nicht zufrieden mit dieser Zapfsäule. Die hat mal wieder aufgehört zu tanken von alleine bei 1500 Kronen. Jetzt fahren wir noch mal einkaufen. Ich brauche Öl. Jetzt bin ich eigentlich fast an meinem Platz angekommen. Da habe ich auf einem Schild gesehen, dass da vorne ein Badeplatz ist. Und dann habe ich das Ganze natürlich noch mal kurz abgeglichen über Google Maps und gesehen, dass das ziemlich interessant aussieht, denn die Plattform geht wohl über den kompletten See. Also der ist nicht so groß, aber sie geht über den kompletten See und das schauen wir uns jetzt mal an. Badestellen in Schweden sind sowieso immer ganz besonders. Ah ja, okay, habe ich doch richtig gesehen. Ja, okay, es ist ein kleiner See mit Mini-Sandstrand und Plattform über den ganzen Minisee. Naja, gut, okay. Haben wir das auch mal gesehen. Jetzt heißt es mal wieder toi, 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 dass der Platz was ist. Soll am See gelegen sein, laut Google Maps mit Satellitenbildern und mit Sandstrand. Und einer großen Fläche, auf der man frei stehen kann. Ohne Haus oder sonstiges. Und es sieht auch nicht aus, als wären da irgendwie Boote oder sowas im Weg. Nach 300 Metern erreichst du das Ziel. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe echt, dass der Platz was ist. Du hast das Ziel erreicht. Okay, okay, okay. Was haben wir hier? Ist das so eine Badestelle? Wahrscheinlich. Das sieht aus wie Toiletten. Umziehräume. Eine schöne... was auch immer. Ja, sieht doch gut aus. Hier der Sandstrand. Ja, ich denke, hier werde ich bleiben. Ich habe jetzt mal doch nicht da geparkt, sondern einfach am Ende dieses Weges. Und... ja, mir gefällt es hier sehr gut, direkt am Sandstrand mit Wasser. Der Zugang sieht auch gut aus zum Wasser. Klar, hier ist ein bisschen Schilf und so weiter, aber grundsätzlich kann man hier auch locker reingehen. Es ist relativ windig und kühl, deswegen werde ich auch gleich ins Auto gehen. Ja, ich habe mich mal so ein bisschen umgesehen hier vorne. Auf den Schildern sind gar keine Namen mehr zu sehen oder beziehungsweise Wörter. Also da stand halt Toilette und Herren, Damen und so weiter. Dementsprechend glaube ich, dass das hier ein verlassener Badeplatz ist. So wie es aussieht. Was steht hier noch rum? Ist das Sekundenkleber? Ich glaube. Lassen wir mal da stehen. Joa, aber es ist ein schicker Platz. Ach komm, wir gehen mal in alle Sachen rein und gucken mal kurz, wie es da drin aussieht.
Das hier wird wohl mal der Steg gewesen sein. Und das könnten auch Überreste davon gewesen sein. Eine Socke liegt hier auch. Sehr gut. So, mal gucken. Oh, okay. Also hier ist wirklich einiges komplett baufällig. Eine ganz normale Umkleide. Oder so. Auch nochmal eine Umkleide. Könnte man auch theoretisch drin schlafen. Die Türen, die hängen ein bisschen. Aber das soll man denn nicht verübeln. Ja, auch nochmal eine Umkleide. Wer hätte es gedacht? Dann gehen wir nochmal kurz zu den Toiletten. Warum jetzt hier drei Toiletten sind, weiß ich allerdings auch nicht. Hier auf jeden Fall schon mal für Damen. Okay. Hier für Soprum. Was ist das? Okay. Was auch immer Soprum bedeutet. Und für Herren. Ja. Sieht doch alles noch ganz okay aus. Würde ich sagen. Kriegt man die gar nicht mehr zu. Diese ganzen Türen, die hängen alle. Naja. Wie auch immer, hält. Okay, und dementsprechend stehe ich jetzt hier. Genau. Ja, aber ist ja ein ganz schicker Platz eigentlich. Und hier mache ich es mir jetzt erstmal gemütlich. Bisschen am Laptop arbeiten. Musik hören. Und so weiter und so fort.